Da habe ich wohl den Bambus sauber gespalten. Ist jetzt während der Arbeit gerade passiert. Schneid gerade ein bisschen Bambusrohr, weil man mit denen sehr vielfältige Sachen machen kann. Und in dem Video zeige ich euch, wie ihr für Wildbienen und Insekten ein wunderbares Zuhause bauen könnt. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen, alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Also bei mir im Schrebergarten wächst der Bambus vom Nachbarn her zu mir rüber. Er hat keine Wurzelsperre eingebaut, deswegen wuchert der Bambus wild umherum, auch in meinen Garten rein und sogar noch außerhalb der Schrebergärten hinten heraus, sogar auf dem Acker, glaube ich, auch hinaus. Da macht es aber kein Problem, weil da tut der Bauer mit dem Pflug immer die Wurzeln weghauen wahrscheinlich. Jedenfalls, wenn ihr euren Nachbarn einen Gefallen tun möchtet und ihr sie wirklich so doll lieb habt, dann setzt Bambus ohne Wurzelsperre und freut euch auf die neuen Begebenheiten und engeren Beziehungen zwischen euren Nachbarn, wenn die auch so freundlich sind. Jedenfalls habe ich jetzt den Bambus geschnitten, um weiter meinen Spalier mit Bambusrohren auszuschmücken, dass sich da Wildbienen ansiedeln können. Das habe ich schon letztes Jahr auch angefangen. Habe da die Rohre rangesetzt und da hat sich sogar die Holzbiene angesiedelt. Die ist ungefähr doppelt so groß wie eine Hummel. Ist die größte Holzbiene, die es jetzt bei uns gibt. Momentan hat diese blauen schimmernden Flügel, finde ich sehr schön. Ich habe jetzt momentan dieses Jahr drei gesehen. Haben sich an diese Bambusrohre auch reingenistet und haben alle Bohnen wunderbar bestäubt, also die mögen halt die Bohnenblüten, da gehen sie recht gerne ran und es ist auch sehr interessant, die dann auch zu beobachten, wenn sie rumfliegen, weil sie halt so richtig groß sind und auch richtig laut. Das ist, da erschrecke ich mich meistens oder auch oft, wenn ich die mal ein bisschen rumfliegen sehe. Jedenfalls bei den Bambusrohren ist es halt recht wichtig, jetzt kann man das auch von innen sehen, hier kann man sehen, dass da so eine Absperrung drin ist von den einzelnen Rohren. Die sind da immer sozusagen, wenn wachsen in diesen Abteilen. Und es ist halt wichtig, dass die Wildbienen auch hier diese Sperre haben, damit sie hinten ja, zu haben, damit die dann hier anfangen können, ihre Eier und Nektar und alles Mögliche beziehungsweise einfach aufzufüllen. Und deshalb halt hier diese Sperre, ist halt wichtig, dass sie halt den Bambus so schnell, dass ihr halt diese eine Sperre habt und je größer das ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Holzbiene sich ansiedelt. Da braucht man so einen Durchmesser von 10 bis 12 mm, würde ich da mindestens empfehlen. Ihr könnt natürlich auch die Bambusrohre kleiner schneiden, das habe ich auch gemacht. Dann siedeln sich dann natürlich auch andere kleinere Wildbienen auch mit rein, beziehungsweise finden Schutz dort. Beim Bambus tendenziell muss man ein bisschen aufpassen beim Schneiden. Also ich setze die Astschere schräg an und tue mit einem schnellen Ruck die durchschneiden, weil das passiert recht schnell, wenn man die klemmt oder zu langsam. Das macht, dass dann die Bambusrohre anfangen zu splittern und dann kann man die sozusagen wegwerfen. Das ist nämlich bei dem auch passiert. Dann ist da ein Riss gekommen, dann splittert er, dann ist er da recht dumm, weil den dann nach wenigen Zeiten könnt ihr dann wieder gleich wieder austauschen, weil die durch die Witterung kaputt gehen oder da siedeln sich von vornherein keine Wildbienen an. Dann auch ein bisschen darauf achten, da hier innen ist so eine kleine Haut und bei der kann es auch sein, dass sie so ein bisschen
abfriemelt und dass man die dann ein bisschen wegmacht mit einem Bohrer oder einem Stecken, damit es halt einfach ein sauberes Rohr ist, dass die Bienen dann nicht so viel Arbeit haben. Hier habe ich jetzt meine Bambusse an das Spalier rangemacht. Also ich habe immer drei Bambusrohre in so einem Dreieck mit einem Kabelbinder zusammengenommen bzw. zusammengebunden, damit die da erstmal als Pack fest sind. Da habe ich zwei solche Päckchen genommen. Habe dann noch einen Gürtel vorher an das Spalier rangemacht, den Gürtel festgemacht und dann unter die Gürtelschlaufe habe ich dann sozusagen, das ist dann, sind die Rohre und da habe ich dann drüber die, ja, den Gürtel drauf gemacht und festgeschraubt, dass halt dann einfach diese zwei Päckchen da unter diesem, unter dieser Gürtelschlaufe richtig fest sind, dass die sich wenig bewegen, wenn der Wind kommt, dass die auch fixiert sind und stabil bleiben. Und das habe ich jetzt bei einigen gemacht und das sind dann einige. Ist halt soziales Wohnen für die Bienen, ist genug Platz für die, können sich da ruhig weitere Holzbienen auch mit ansehen, was ja auch meine Absicht ist. Also das sind die besten Helfer, die man im Garten hat und die machen das sogar noch alles freiwillig, bedingungslose Liebe. Unterstützungsmöglichkeiten sind auch wieder unten in der Videobeschreibung, also in Sachen Banküberweisung, PayPal und sowas und noch vieles mehr. Kann ich nur empfehlen, reinzuschauen. Noch zum Abschluss kann man mit Bambus noch ganz andere Spielchen machen, außer als Zeigestock kann man die auch dafür nutzen, um Gerüste oder Spaliere auch zu bauen, zum Beispiel ein Bohnenrankgerüst oder für Tomaten habe ich auch schon ein paar Videos gesehen, dass da welche zum Ranken als Gerüst die genommen haben. Habe auch mal in den Tropen gesehen, weil die ja halt dann richtig dick waren, die Bambusrohre, dass man die auch als Bau von riesigen Gewächshäusern genommen hat. Kann man dann auch probieren, wenn man möchte. Weitere Sachen, was mein Vater auch gerne macht, ist die Bambusrohre als Stütze für Pflanzen zum Beispiel zu machen, jetzt zum Beispiel für Trauben, andere Reben, Tomaten, Auberginen, wenn die ein bisschen größer werden, Paprika in der Voranzucht, dass die dann nicht einfach so schnell umkippen. Sonst kann man noch ein bisschen damit rumspielen, so mit der Hälfte. Wenn man Kinder hat, den fällt dann bestimmt irgendwas ein, so Murmeln oder kann man auch so, gibt es zum Beispiel in Gärten, dass man da Wasser immer einfüllen kann und wenn dann zu viel Wasser drin ist, dann kippen sie runter und dann hat man so einen schönen Brunnen oder wie man das nennt, keine Ahnung, wie man das jetzt so nennt. Oder, was mir jetzt auch spontan in den Sinn kommt, könnte man auch super als Kurzstock nehmen für die Kampfkunst. Schneidet bestimmt, wenn man das mal so auf dem Fuß oder sonst irgendwo hinbekommt, auf die nackte Haut. Also kann man ruhig ausprobieren. Also Reinhard, wenn du das siehst, das können wir mal zusammen ausprobieren, so mit Bambus und einem Kurzstock, so einfach mal schauen, wie das so ist, wie robust die Stöckchen sind im Vergleich zu meinem Birkenhartholz. Würde mich sehr interessieren. What the hell are you talking about? So viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, damit ihr mir benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Kann ich nur empfehlen für alle. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, einfach welche Erfahrungen ihr jetzt zum Beispiel mit Bambus habt, ob ihr Bambus im Garten habt, was ihr mit Bambus macht oder ob ihr auch schon mal auf die Idee gekommen seid, Wildbienenhotels daraus zu bauen, würde mich sehr interessieren. Und sonst ja, sehen wir uns einfach in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin!